So, willkommen zurück. Da wir ja hier erfolgreich aus dem Knast geflogen sind. Und die Flucht war natürlich erfolgreich. Wir begeben uns gleich mal hier zur nächsten Mission oder wir machen mal eine extra Mission oder schauen wir einfach mal rein hier. Rein mit dir! Zum dritten Mal diesen Monat. Ich brauche Essen. Ihr müsst mich füttern. Passt doch. Schnauze! Was wollt ihr? Viele Delikte zurzeit. Braucht ihr Hilfe? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich danke euch vielmals. Was ist mit all den Morden, die ihr nie aufklärt? Ich sagte Schnauze, Vidok. Überlegt doch. Er hat die Arbeit, ihr die Lorbeeren. Ich sag euch was. Klärt einen Mord auf, dann werde ich euch eine Waffe schenken. Bis dahin habe ich jedenfalls Besseres zu tun. Eine Gratiswaffe wird doch glatt alles machen. Hey! Ich kenne die Straßen. Ich kann euch helfen. Warum solltest du? Weil dieses stinkende, faule Schwein von einem Polizeiminister keinen stinkenden, faulen Finger rührt, um selbst einem Gauner wie mir die Hoffnung zu geben, dass diese Stadt irgendwann nicht mehr so ein Drecksloch ist wie jetzt. Und weil mir sterbenslangweilig ist. Oh, um Gottes Willen, schweig doch, Vidok. Der vorausgesagte Mord. Mysteriöse Mordfälle. Akzeptieren und nachverfolgen. Denke mal, das machen wir dann mal glatt. Instruktion zur Durchsetzung von Richter und Gesetz. Naja, das werden wir jetzt hier nicht alle durchlesen. Dazu habe ich erstmal keinen Bock. So. Mönche waren mir immer schon unheimlich. Abgeschottet in riesigen Gebäuden. Damit kommt nicht jeder zurecht. Seht euch doch das Kloster hier auf der Insel mal genauer an. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Die Leiche untersuchen. 300 Meter. Gehen wir da mal hin und machen hier mal ein paar Parkoursprünge. Immer auch genau seit dem besten Überblick. Hopp. Ach, nix kann er, ey. Wir nähern uns so langsam. Mal gucken, was wir bei der Leiche so finden werden. Jetzt hat man wieder mal so einen schönen Bildaussetzer hier von dem Spiel. Na, Mann, ey. Wie gesagt, das liegt nicht an mir, sondern an das scheiß verkackte Pissspiel. Werde bald mal eine E-Mail zu Ubisoft runterschreiben, ey, was das überhaupt soll, ey, das ist doch scheiße. So eine Performance-Einbrüche hier mit so einem 4.000-Euro-Rechner hier kann eigentlich gar nicht sein.
Arsenal. Gut, dass ich deinen Bruder getötet habe und du ihm bald folgst. Dann sollen sie halt mal Spieler halt mal ein paar Monate verschieben und dann läuft es wenigstens optimal und nicht schnell ab in die Presswerke und dann läuft das Spiel hier scheiße. So, das musste mal gesagt werden jetzt, ey. Kann ja nicht sein. Ach, fick dich, du Schlampe, piss dich. Also so eine Einbrüche, ey, ich habe noch selten erlebt, ey, ein Spiel. So, wo ist der da oben? Ach, die Leiche liegt einfach so hier rum. Ein toter Mensch. Bruder Jen. Stranguliert. Sein Rosenkranz. Na, ja. Na, was anderes. Er scheint von seinem Stuhl gefallen zu sein, als er gerade an seinen Tisch schrieb. Klosterleiche. Hinweise. Aha. Okay. Hinweis 1 von 13. Älterer Mensch, der tot in seinem Bett liegt. Seine Gesichtszüge sind fahl und sein Gesicht ist bleich. Ja. Klosterleiche vom Bruder Stanislaw. Ja. Herr im Himmel, Bruder Stanislas, Bernard, sogar der geschätzte Bruder Benoit. Dein Bruder Jean, alle tot. Das begreife ich alles nicht. Drei Mönche sind noch am Leben. Gott sei Dank. Aber ich wage es kaum. Ist es möglich, dass der Mörder einer von ihnen ist? Ach, Unsinn. Wer unter ihnen sollte zu so etwas fähig sein? Ja, das fragst du mich? Der tote Mönch hat ein zerknülltes Stück Papier und Klammer, das offenbar aus einem Tagebuch gerissen wurde, darauf steht, schuldig, ich habe sie vergiftet. Er hat gesagt, es sei Gottes Wille. Dass ich es tue, denn es wurde prophezeit. Doch ich kann meiner Schuld nicht entfliehen. Ich bin ein Mörder. Ich muss meine Schuld angeblich bekennen, bevor der Eintrag ist unvollständig. Hatten wir schon. Mal den hier mal anquatschen. Es ist so viel geschehen. Erst der Tod der älteren Mönche. Bruder Jean servierte ihnen Wein, dann wurden sie sehr müde. Sie gingen zu Bett und wir konnten sie nicht mehr wecken. Ich lief zum Doktor. Und als ich zurückkam, was fand ich vor? Sie waren alle tot. Und nun Bruder Jean. Er drosselt an seinem Pult. Ja, das ist doch halt mal was anderes, wa? Neun von 13.
Bruder Honoré macht mir Sorgen. Er und Bruder Jean standen sich sehr nah. Ich fürchte, der Mord an Jean nagt sehr an seinem Verstand. Da haben wir gleich den nächsten, ne? Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise, wie etwa in den Schriften der Propheten. Ich glaube, Nostradamus ist ein solcher. Oh, 11 von 13. Alter, das ist kaum spielbar, ey. Oh, zwei Hinweise noch. Letzten Hinweise sind immer die schlimmsten, ey. Wenn die auch mal anbleiben, ey, das Adlerauge, ist ja nervig, ey. Nee, das ist ja schon außerhalb, nee. Kickt euch die Scheiße an hier. Tja, wo könnten die letzten zwei Hinweise sein? Ach, da ist noch einer, war der da rumkrebt wie gerade. Und da hinten. Ich sah einen Mönch dort drüben, der ein Feuer machte. Ein Feuer, hier im Weingarten. Nun, ich rief, er soll verschwinden, dann lief er davon. Und jetzt musste der letzte Hinweis sein. Schön, dass ich... Ja, wer könnte es sein? Hinweise ansehen. Ja,
könnten so gut wie auch alle drei gewesen sein, aber wen könnten wir hier beschuldigen? Könnte er sein, es könnte auch er sein oder er da drinnen. Na, ich würde sagen. Bruder Honoré macht mir Sorgen. Er und Bruder Jean standen sich sehr nah. Ich fürchte, der Mord an Jean nagt sehr an seinem Verstand. Wir werden das einfach mal machen. Mal gucken, was passiert. Mord ist eine Todsünde. Wir sind alle Sünder, aber zu einem Mord wäre ich nicht fähig. Scheiße. Gut, dann nehmen wir halt den hier. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wie den Verschwörern verhieß man den Tod im Schlaf. Jean war Opfer eines Brudermords. Ist es Mord, des Schicksals Bote zu sein? Alles bewahrheitet sich, ich sag's euch. Selbst dies. Oder wollen wir den Schlafsack hier mal anquatschen? Der ist doch nicht ganz bei Trost. Verhaftet den Irren, in 9 von 10 Fällen war er es. Bedient euch. Ich habe mit einer falschen Anschuldigung gefunden. Ein Holzhammer. Haben wir bekommen. Schön. Der vorausgesagte Morderinnerung abgeschlossen. Fortfahren. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal Shop. In der nächsten Part machen wir dann die Hauptmission weiter. Und da. Ich bin gespannt. Haut da rein. Bis dann.